Im Videoschnitt können schon Anfänger richtig kreativ werden. Man kann aber auch viel falsch machen, denn Kreativität ist nicht das gleiche wie irgendwas machen. In diesem Video zeige ich dir deshalb die 5 häufigsten Fehler im Videoschnitt, die Anfänger machen und wie du sie vermeiden kannst, wenn du Videos schneiden lernen möchtest. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Du bist neu hier? Dann unterstütze uns mit einem Abo und aktiviere die Glocke, um regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Videomarketing zu erhalten. Der Einstieg in die Welt des Videoschnitts kann für Anfänger ziemlich herausfordernd sein. Das Bearbeiten von Videomaterial eröffnet viele kreative Möglichkeiten, um Geschichten zu erzählen und beeindruckende visuelle Inhalte zu schaffen. Doch gerade zu Beginn schleichen sich oft einige typische Fehler ein, die du einfach vermeiden kannst. Als Anfänger kann man es kaum besser wissen. Aber viele fangen an der falschen Stelle an, nämlich bei den aufwendigen Bearbeitungsschritten wie Farbkorrektur und Tonverbesserung. Dadurch verlierst du viel Zeit, ohne wirklich mit dem Schnitt voranzukommen. Einerseits dauert es nun mal, diese Effekte zu machen, andererseits machen sie von da an dein ganzes Projekt langsamer, da diese ungerenderten Effekte in der Timeline zu viel längeren Bearbeitungszeiten führen. Das führt zu Frustration und am Ende zu schlechteren Filmen. Stattdessen solltest du dir zuerst einen Überblick verschaffen, was du eigentlich gedreht hast und dein Material sinnvoll ordnen. Am besten beginnst du dann mit einem sogenannten Rohschnitt, bei dem du zunächst alles Material, das du verwenden willst, in der Timeline in die richtige Reihenfolge bringst. Erst danach solltest du die Ton- und Farbkorrektur machen und sonstige Filter und Effekte anwenden. So wirst du nicht nur effizienter, du vermeidest es auch, die Software zu überlasten. Denn mit vielen ungerenderten Effekten wird das Abspielen deutlich langsamer. Unabhängig von der Reihenfolge ist es eine gute Idee, nach jedem Meilenstein, wie zum Beispiel dem Abschluss des Rohschnitts, deine Timeline zu duplizieren. Und ich meine tatsächlich die Timeline, nicht die Projektdatei. Einerseits schützt du so deine Zwischenergebnisse, andererseits kann es oft nützlich sein, wenn du dir einzelne Sequenzen aus früheren Schnittversionen rüberkopieren und weiter bearbeiten möchtest. Gerade am Anfang ist es schwierig, den richtigen Rhythmus zu finden. Die Gefahr? Du schneidest zu viel oder zu wenig. Zu viele Cuts führen dazu, dass dein Publikum von einer Flut von Bildern überfordert wird. Zu wenige Schnitte können zu einem langweiligen Film führen. Auch hier ist es sehr hilfreich, wenn du dir zunächst das Material, das du verwenden willst, in die Timeline ziehst und erst im nächsten Schritt beginnst, Kürzungen vorzunehmen. Ein besonderer Fall sind Jump Cuts. Wenn du nur eine Kameraeinstellung hast und etwas wegschneidest, entsteht ein Jump Cut. Das Bild scheint zu springen, daher der Name. Du kannst den Eindruck des Jump Cuts verringern, indem du gleichzeitig etwas in das Bild reinzoomst oder während des Schnitts etwas ganz anderes, nämlich ein anderes Videobild zeigst. Solche Bilder nennen wir dann Schnittbilder. Szenen zeigst, während ein gesprochener Text zu hören ist, besteht die Gefahr einer sogenannten Textbildschere. Wie die zwei Schenkel einer Schere gehen dabei die Inhalte des gesprochenen Textes auf der einen Seite und des Bildes, das man sieht, auf der anderen Seite auseinander, passen also nicht zueinander. Besonders schlimm ist der Effekt dann, wenn die Inhalte nur in wenigen Punkten dafür aber sehr stark abweichen. Wenn zum Beispiel die Rede von einer glücklichen Frau ist und du zeigst eine traurige Frau, ist das oft noch unpassender, als wenn von einer glücklichen Frau die Rede ist, während das Bild, sagen wir, eine Landschaft zeigt. Um Textbildscheren zu vermeiden, solltest du dir dein Video am Ende nochmal mit etwas Abstand anschauen. Gerade wenn du lange an deinem Video gearbeitet hast, droht nämlich die Gefahr einer gewissen Betriebsblindheit. Am besten kannst du hingehen und jemand anderen bitten, der dein Video noch nicht gesehen hat, vorher draufzuschauen und dich auf Fehler hinzuweisen. So fällt jede Art von Fehler am besten auf, ganz besonders Textbildscheren. Nur weil man kann, heißt das nicht, dass man auch muss. Und das gilt ganz besonders für Videoeffekte. Weniger ist hier meistens mehr. Viele Anfänger aber machen den Fehler, zu viele Effekte gleichzeitig einzusetzen, vielleicht weil sie das erste Mal benutzt haben und cool finden und der Welt zeigen wollen. Einerseits führt das zu einem billigen Look. Gerade bei Videoübergängen macht es deine Videos auf einfache Art besser, wenn du dich auf 2 bis 3 Effekte beschränkst, die du konsequent und wiederholt in deinem Video einsetzt. Es wirkt tatsächlich hochwertiger, immer die gleiche Wischblende zu benutzen, als dich durch ein ganzes Repertoire an digitalen Übergängen zu klicken. Andererseits beeinflussen sich Grafikeffekte wie Farbkorrekturen, Farbfilter und so weiter gegenseitig. Es kann also schnell passieren, dass deine Farben kaputt aussehen und du nicht mehr nachvollziehen kannst, woran das eigentlich liegt. Mein Tipp daher, mach dich mit den Effekten vertraut, die dir deine Software bietet, aber benutze so wenige wie möglich davon.
hat sehr viel Einfluss auf die unterbewusste emotionale Wirkung deiner Videos. Wenn du die richtige Musik auswählst, sorgt sie für ein harmonisches Zusammenspiel von Bild und Ton. Sie verleiht deinem Video Professionalität und stärkt die emotionale Bindung zum Publikum. Viele Anfänger unterschätzen das oder setzen Musik falsch ein. Beispielsweise bekannte Popsongs. Erstens ist das der sicherste Weg, deine Videos in sozialen Medien gesperrt zu bekommen. Zweitens haben Popsongs meistens Lyrics und das ist für viele Videos sehr schlecht. Wenn du nämlich Dialoge oder allgemein gesprochenen Text in deinem Video hast, führt Gesang dazu, dass du kein Wort mehr verstehen kannst. Aber Musik bietet auch viele Chancen. Achte deshalb ganz besonders auf die Auswahl deiner Musik. Sie sollte zum Thema und zur geplanten Stimmung deines Videos passen und du solltest sie frühzeitig auswählen. Dann hast du die Möglichkeit, auf Musik zu schneiden, also den Rhythmus deiner Schnittbilder auf die Musik abzustimmen. Und wenn du jetzt vor der Herausforderung stehst, Musik auswählen zu wollen, fragst du dich vielleicht, wo du sie am besten findest. Zu dem Zweck haben wir ein Video aufgenommen vor einiger Zeit schon, wo wir dir die besten GEMA-freien Plattformen vorstellen, auf denen du Musik auswählen, runterladen und legal lizenzieren kannst. Wenn du gerade anfängst zu schneiden, sind viele Dinge sicher noch ganz neu für dich. Wenn du auf unsere Tipps achtest, wirst du dir aber ziemlich sicher einige Stunden Frust sparen können. Viel mehr Spaß als das Vermeiden von Fehlern macht natürlich das echte Gestalten im Schnitt. Video- und Filmschnitt ist dabei wie eine eigene Sprache. Durch die richtige Abfolge von Bildern erzählst du schließlich eine Geschichte, wie du es mit Worten auch tun würdest. Wenn dich das Thema interessiert, schau mal in unser Video zu den wichtigsten Videoschnitttechniken rein. Anders als der Name vielleicht vermuten lassen würde, geht es hier aber so gut wie gar nicht um Technik und auch nicht um eine bestimmte Software, sondern um die Basics der filmischen Sprache. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video von Mindmap. Mit Videos mehr erreichen.